ja, vom Spiel des SV Austria Salzburg gegen die Wacker Innsbruck Amateure präsentieren wir euch in dieser Runde eine Videozusammenfassung. Und die Hausherren, die standen nach dem gestrigen Kantersieg der Lieferinger schon ordentlich unter Druck. Und wir sehen ihn schon im Bild. Marco Vujic feiert seine Startelf-Premiere im Kalenderjahr 2013, wurde ja zuletzt von den Fans vehement gefordert. Und er sollte auch gleich in der ersten Szene im Mittelpunkt stehen. Ball kommt hier über Meier und Jukic zu Vujic. Der steckt wunderschön in den Strafraum durch auf Ismaili. Der trifft auch ins Tor. Allerdings, Sie sehen es an den Reaktionen, der Treffer zählte nicht. Grund war eine Abseitsstellung. Dann die Austria in der Rückwärtsbewegung. Hier ein technischer Fehler von Fabio Strauß und dann das Foul und zu Recht die rote Karte wegen Torraubs. Bereits in der 11. Minute, also die Schwächung für die Hausherren, mussten die restlichen 80 Minuten mit 10 Mann bestreiten. Aber das tat dem Offensivdrang keinen Abbruch. Hier setzt sich Bierlack durch, der Ball kommt in die Mitte und wer macht das Tor? Natürlich, es kann ja nur Marco Vujic sein. Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Freut sich hier über seinen Treffer, kaum in der Startelf. Auch schon das Tor. In dieser Tonart sollte es weitergehen. Ball kommt zu Jukic und auch der zweite Sturmpartner trifft hier zum 2:0 nach 28 Minuten. Also auch in Unterzahl die Austria hier brandgefährlich. Dann ein Fehler der Gäste im Spielaufbau. Wieder Jukic. Hier schön durch, legt ab auf Vujic und der verzettelt sich dann ein wenig und diese Möglichkeit ist dahin. Ja, gespannte Blicke auf der Trainerbank, Tom Hofer kann es hier kaum glauben, dass diese Chance vergeben wurde. Dann auch einmal die Innsbrucker mit einem Schuss, der kann aber abgeblockt werden, kein Problem. Und rein geht's in die zweiten 45 Minuten, 2:0, also der Pausenstand für Austria Salzburg. Die Gäste aus Tirol hatten sich natürlich in der Halbzeit viel vorgenommen. Wir versuchen hier zunächst den Ball in den eigenen Reihen zu halten, um ein wenig Sicherheit zu erlangen. Und dann geht es gleich erstmals über die Seiten nach vorne. Der Angriff führt zu einer Ecke, die wird zunächst geklärt. Doch der zweite Ball kommt gefährlich in die Mitte und da steht es auch schon 2:1. Der Japaner Naoki Otsuka erzielt hier den Anschlusstreffer für die Innsbrucker. Auch die Austria lässt sich davon nicht beirren und legt gleich nach hier über Michael Bierlack. Der hätte seine starke Leistung beinahe mit einem Treffer gekrönt, aber gut aufgepasst hat hier Keeper Martin Sieding. Dann wieder die Wacker Innsbruck Amateure. Doch dieser Schuss kann abgeblockt werden, kommt gar nicht bis zu Keeper Stefan Ebner durch. Der Angriffversuch und gut abgefangen von Michael Bierlack, aber auch diese Szene brachte dann nichts ein. Im zweiten Spielabschnitt gab es kaum noch gute Chancen. Hier versuchen es noch einmal. Die Amateure laufen sich hier aber im Strafraum fest und auch diese Möglichkeit ist dahin. Dann Freistoß von Meier, der Ball kommt in die Mitte, kann gerade noch geklärt werden und der Nachschuss geht dann neben das Tor. Wieder Spielaufbau über Meier. Und auf der linken Seite Bierlack mit, der geht wieder ins Dribbling. Ganz starke Leistung heute. Mittelfeldspieler immer noch Bierlack am Ball. Und zieht hier ein Foulspiel, nimmt somit wichtige Zeit von der Uhr. Der Freistoß von Meier, der kommt dann auch gefährlich und wieder eine Glanzparade von Wacker-Schlussmann Martin Sieding. Ja, und bei den Gästen.
Osten, da lief dann nicht mehr viel zusammen. Natürlich versuchten sie in der Schlussphase noch einmal alles, um hier vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen, aber dieser Schuss verfehlt sein Ziel doch recht deutlich. Die Austria dann natürlich bedacht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Dann nochmals ein Schuss von Berlak und die nächste Glanzparade von Sieding. Der Sieg also für Austria Salzburg hochverdient, auch wenn er am Ende mit 2:1 sehr knapp ausgefallen ist. Aber immerhin 80-minütige Unterzahl und trotzdem der Befreiungsschlag.